Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid zu Lenchens Kreativkanal. Heute aus einer neuen Umgebung und einer etwas ungewöhnlichen Perspektive. Ich bin kurz mal räumlich für das Video umgezogen und gucke jetzt, dass ich das mit euch gemeinsam hier mache. Heute möchte ich mit euch diesen wunderschönen, der noch nicht ganz fertig gestaltete Türrahmen oder Boho-Reifen machen mit diesem ausgestanzten Teil. Damit das Video nicht so lang dauert und langwierig wird, habe ich einiges schon vorbereitet, das ich euch aber jetzt trotzdem kurz erkläre. Genau, ihr braucht dazu einen ganz normalen Stickreifen. Den bekommt ihr entweder online oder in einem Bastelladen. Die gibt es in verschiedenen Größen. Der hier hat die Größe 30 x 30 cm. Dann habe ich dazu dieses Tüll genommen, ein Basteltüll. Da macht ihr euch den Reifen vorher gut auf. Zieht euch das. Ich habe mir dann Sticky Tape in den Reifen hier reingezogen, habe dann den Tüll drüber gemacht und schön fest und dann festschrauben und den Rest des Tülls vorsichtig hier abschneiden, damit er eben nicht überschüssig ist. Genau. Oh, sorry. Ich habe mich in der Farbkombination meiner Farben, die ich einfach Acrylfarben mir gekauft habe, einmal in dem Mintgrün, in dem Glitzerlila, Violett und einmal in so einem Rosé-Ton. Das gefiel mir ganz gut. Da habe ich neulich schon Buchstaben fürs Kinderzimmer mit angemalt und die Farben finde ich einfach perfekt. Dann braucht ihr einen Schriftzug. Da könnt ihr auch nehmen, was ihr mögt. Der war aus Holz. Welcome Home. Habe ich auch aus dem Bastelladen. Könnt da kreativ sein und das nehmen, was euch gefällt. Entschieden habe ich mich, passend zu dem Minzgrün, zu verschiedenen Papieren. Und zwar einmal Roségold. Das gibt es im, weiß nicht, ob es das noch gibt, aber Roségold. Das war das Perlmuttpapier, das uns leider aus dem letzten Halbjahreskatalog verlassen hat. Dann den Farbkarton Celadon. Dann einmal, ich glaube immer im Herzen war das mal ein Designerpapier, das gibt es auch nicht mehr. Das neue In-Color Orchideenlila im Farbverlauf mit Glitzer, weil ja hier in der Schrift auch lila vorkommt. Und dann gibt es jetzt was ganz Tolles, eine tolle Produktreihe, die ich euch gleich vorstelle im neuen Mini-Katalog von Stampin' Up. Und zwar, vorhin wusste ich es noch, Moment, ich habe es aber hier auch schon vorbereitet. Das ist der neue Mini-Katalog. Also wer jetzt einsteigen möchte, lohnt sich. Es ist im Moment dann also ab 1. Juli für euch Celebration. Das heißt, ab einem Einkaufswert von 60 Euro gibt es schon ein Gratis-Produkt umsonst dazu. Und die Produktreihe nennt sich Schöner Tag heißt das Papier. Ich weiß es jetzt auch wieder. Genau. Schöner Tag nennt sich die Produktreihe. Dabei ist auch dieses Band in Lindgrün. Und hier diese wunderschönen Farbkartons, Designerpapiere. Und ich habe mich eben für den Lindgrünen entschieden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da sind aber auch alle wirklich wunderschön, muss man sagen. Genau, dabei wären noch diese Zweige. Und dazu habe ich auch dieses Standset, schönes Blattwerk verwendet. Das seht ihr jetzt. Genau, upsala, ich und meine Kamera, ich habe es geahnt. Und erkältet bin ich auch noch leicht. Was auf dem schönen Tag hier ist, ist zum Beispiel, vielleicht seht ihr es, ich halte es euch jetzt mal nahe, die Kamera, so ist es. So ein kleiner Marienkäfer. Bisschen weiter weg. Zoom, zoom, zoom. Genau, also das finde ich auch toll. Und dieses Lindgrün, ihr seht, es ist richtig, richtig schön. Übrigens, es hat auch so eine Rückseite, die man wunderbar für Cardstock oder für Albenbastel nehmen könnt. Nur am Rande. Wir legen auch gleich los. Ausgestanzt habe ich einmal mit Blütenrosa noch als Farbkarton. Den hatte ich noch übrig.
Dann war ich fleißig am Werkeln. Ihr seht es auch schon hier drauf. Ich habe einmal die zweierlei Zweigenstanze verwendet, Handstanze. Dann diese Schmetterlingsstanze habe ich verwendet, Handstanze. Und ich habe von den kunstvollen Lagen, da sind sie, dieses Blatt hier verwendet und die kleinen Herzen. Weiß ich noch nicht, ob ich die jetzt verwenden werde. Ausgestanzt habe ich sie mal. Ne? Dann habe ich eben von diesem neuen, im neuen Mini-Katalog verwendet, diese Stanzformen, schönes Blattwerk. Da habe ich mich auch, das einfach mal besser seht, für dieses hier entschieden. Und für dieses. Die zeige ich euch auch mal kurz beide einzeln. Also das ist das jetzt in Lindgrün mit diesem Muster. Und, Moment, jetzt hat es sich ein bisschen verheddert. Das passiert hier manchmal. Also irgendwie hat es mich erfeldungsmäßig erwischt. Ja. So ist es manchmal. Moment, jetzt will das nicht. Ich zeige es euch mal in Rosé Gold, habe ich es auch nochmal ausgestanzt. Also eigentlich sollte man sich die Teile immer einzeln legen, weil die verheddern sich sehr gern. Genau, so sieht es in Rosé Gold aus. Ich habe es aber... Seht es gar nicht, ne? Das hüpft heute immer alles aus der Kamera raus. Genau, ich habe das auch noch in Perlmutt ausgestanzt. Ja, und wir können auch schon loslegen. Ich wollte euch noch einen Farbunterschied zeigen von den Pastellfarben. Die hier habe ich kräftiger gewählt, weil das soll ja auffällig sein, wenn man in das Haus reinkommt. Bei mir wird es auch nur einseitig aufgehen, deswegen mache ich keine Vorder- und Rückseite. Und hier hat jemand den Schmetterling gestaltet. Das ist nicht so kräftig aufgebracht, aber es sieht auch super toll aus. Ihr dürft euch immer den Reifen passend zur Schrift wählen. Ich finde es auch schöner persönlich, wenn die Schrift hier auch aufgeklebt wird. Und wir fangen auch schon an. Ihr braucht dazu eine Pinzette und am besten die Mini-Glue-Dots oder Mini-Klebepunkte. Ich habe für alle Fälle noch meinen Tombow-Griff bereit und vielleicht möchte ich später noch ein bisschen bling-bling. Dann habe ich hier die schimmernden Akzente, die neuen Blümchen, die im neuen Hauptjahreskatalog von Stampin' Up sind. Und was ich auch noch süß finde, sind diese Schmetterlinge in Messing. Vielleicht möchte ich die auch noch verwenden. Mal gucken. Und es geht los. Erstmal alles wieder runter. Ich nehme euch gleich wieder mit. Da bin ich wieder. Wir beginnen da unten. Ich habe das jetzt mal auseinandergenommen. Ich habe es mir nur mal gelegt und wollte euch auch zeigen, dass es immer vielleicht ganz geschickt ist, wenn man sich das doch vorher ein bisschen bereitlegt. Und ich nehme mir da immer einen Glue Dot. Guck, ob ich eins oder zwei Glue Dots brauche. Nehme mir dann hier, das ist jetzt das von diesen kunstvollen Lagen. Muss ich überlegen, wie ich das am besten unten eins und dann lege ich mir das schon hier in den Rahmen rein. Ja, die Farbgestaltung, die könnt ihr ganz frei, wie ihr mögt, ja wählen, ne? Das wisst ihr immer. Ich mache noch eins unten hinten. Na. Also unter das Blatt, dass es nicht so arg auffällt. Und die Glue Dots, die halten echt richtig, richtig gut. Ihr müsst auch darauf achten, dass hier oben mittig ist. Also hier. Das ist echt mit der Kamera schwierig. Genau, also dass hier das dann gerade oben ist, wo der Verschluss ist, weil da wird es ja dann auch an das Band gehangen, sag ich mal. Da habe ich mich für zwei Farben, das gucke ich nachher spontan. Einmal Celadon und einmal lindgrünes Band, zeige ich euch aber gern, dass wir das dann gucken, was am schönsten dazu einfach aussieht. Genau, und da habe ich heute schon ganz, ganz viel. So diese Glue Dots haben eine... Jetzt habe ich sie mir mal anders hingelegt, das ist vielleicht logischer und besser. Weil die haben die Angewohnheit, dass sie immer überall kleben. Das ist jetzt unten in der Mitte.
Also das Video wird ein bisschen dauern. Vielleicht, je nachdem, spule ich auch mal weiter und gucke, dass es nicht zu langwierig wird. Aber ich dachte, ich mache das heute mal mit euch, weil ich erkläre euch auch gern, warum. Ich hatte einen tollen Türrahmen im Boho-Style, der auch in meinen Videos zu sehen ist. Nur der ging jetzt irgendwie durch einen Windstoß kaputt und war auch, habe ich jetzt auch hier schon eine Weile gehabt. Dann hatte ich jetzt Ostern was Österliches dran und dann dachte ich jetzt, oh, es wird mal Zeit für was Neues. Und ich finde diese Blätter so toll. Und die habe ich ja sowieso, diese Stampin' Up Produkte. Und da muss man sich, finde ich, auch immer immer was Tolles einfallen lassen. Ja. Und dann könnt ihr nämlich mit dem, was ihr halt auch an Stanzen da zu Hause habt, ne? Das kann man ja mit allen möglichen Stanzen machen. Könnt ihr das halt wunderbar gestalten. Das ist auch eine super Idee, finde ich, gerade für so Jugendliche oder Art Kindergeburtstage. Oder man trifft sich zum Basteln mit mehreren Leuten. Zu teuer sind jetzt diese Stickreifen da auch nicht. Und Material habt ihr von diesem Füll ohne Ende. Also ich habe das auf so einer riesen Rolle drauf. Brauche ich gar nicht. Also nur einen ganz wenigen Teil. Ja. So, das gefällt mir nämlich auch sehr gut mit diesem Perlmutt. Ihr könntet auch ein Grundweiß nehmen. Hier habe ich eins, ups, weil ich so ein Restpapierchen hatte. Bei mir verheddert sich das immer so extrem. Hier habe ich das in, könnt ihr das sehen, in Grundweiß. Also es wird auch schön aussehen, aber ich habe halt dieses Perlmuttpapier und das finde ich richtig, richtig cool. Das habe ich auch im Ausverkauf nochmal geordert, weil das ja reduziert war vom letzten Mini-Katalog. Richtig cool. Ich durfte da jetzt auch mit drauf. Und Celadon finde ich immer einen schönen Farbton. Den liebe ich total. So eine Frische auch. Kann man auch so ein bisschen in das Tüll reinstecken, dann bekommt es auch gleich noch mal einen Halt mit dieses Ästchen, finde ich. Also ihr könnt ruhig das damit reingeben. Jetzt nehme ich mal meinen Schriftzug, um die kommen ja da unten dann hin nachher zu kontrollieren. Da ist halt die Frage, ob ihr wollt, dass das über die Schrift guckt. Da wird es mich jetzt persönlich über ein E wahrscheinlich stören. Also lasse ich es mal so. Ich setze es noch ein bisschen höher. So gefällt es mir besser. Genau. Die Frage, ob man da nochmal da so rauf... Ups. Schon ist es weggewuscht. Das würde ich aber fast zulassen, sonst wird es zu viel. Dann gehen wir in die Richtung, dann machen wir das Gleiche. Da lasse ich jetzt schon mal die Schrift als Anhaltspunkt einfach liegen. Mache hier echt auf die Rückseite von meinem ausgestanzten die Klebepunkte. Die halten richtig gut, also die Klebepunkte sind echt gut. Mini Glue Dots. Die habe ich auch immer da. Also die lasse ich nie. Die lasse ich nie ausgehen. Mm-mm. Wenn meine Nase mich nicht so ärgern würde. Aber gut, das ist halt jetzt heute so. Dann machen wir auch hier nochmal, damit man dieses Geästchen nicht so sieht. Ich habe auch was überlegt. Man hat ja auch so Holzstreu-Deko. Aber ich finde, in dem Fall ist manchmal weniger auch mehr. Ne? Man kann sich das auch voll zupseln.
Wobei das immer Geschmackssache ist. Also es gibt ja auch Glitzertüll. Na, das kann man echt ganz kreativ. Jetzt gucken wir mal, haben wir noch diesen hier? Ja. Stecke ich aber jetzt da so ein bisschen rein, dass er da mehr verschwindet, der Stiel. Das muss ja auch nicht 100% gleich sein wie drüben. Das kann ja ein bisschen abweichen, ne? Weil das ist immer, ist ja selbst gemacht, nicht maschinell. Das finde ich das Schöne. Ist auch ein schönes Geschenk. Herbst zum Beispiel überlege ich, ob ich sowas Herbstliches einfach mache. Plättchen. Und die sind auch stabil, also die sind richtig gut ausgestanzt. Da kann man sogar super mit Kleber arbeiten, wenn man das jetzt wo aufklebt. Weil das hier so eine Erhöhung hat. Ja. Da habe ich es aber weiter dahin geklebt. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich das hier am besten mache. Es ist immer wieder interessant, echt. Und man überlegt sich da vorher was. Und wenn man aber dann das Video dreht, dann merkt man schon. So, die Klebepunkte mache ich mir manchmal auch einfach ein bisschen länglich. Unten dran. So. Nehmen noch den Roségold mit da rein. Das Roségold liebe ich halt, ne? Dieses ist einfach wunderschön. Und das war jetzt diese Handstanze, dieses Zweigchen. Macht sich richtig gut. Auch ein gutes Papier, stabil. So. Jetzt passiert. Nehmen wir ein anderes. Hey, ist das fummelig heute. Fummelig. Mögt ihr auch so, ja, so fummelige, fusselige Dinge oder mögt ihr eher ja, was Groberes, sag ich mal, ne? Wie dieses Filigrane, könntet ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so mögt. Also ich finde das immer cool, wenn man so richtige kleine Fummeleien hat. Mir macht das immer Spaß hier. Richtig schön. Jetzt gucken wir noch, dass wir das hier hinkleben. Ups. Das supselt. Und da unten auf jeden Fall am Stiel vom Zweig. Sonst, also mit den Glue Dots vielleicht nicht so arg sparen in dem Fall. Da braucht ihr einfach einige. Aber dann hebt euch das auch richtig gut fest. Und ihr habt keine Kleberreste oder sonstiges, ne? So. Das sieht toll aus. Ja, man darf sich ja auch mal freuen über das, was man hier tut. Ich finde immer, ich bin dann immer so aufgeregt, ob das dann auch alles so klappt, wie ich mir das denke. Und ja, manchmal, weil ich auch schon gefragt wurde, woher ich die Ideen habe. Also ich sehe natürlich auch vieles in den verschiedenen Gruppen, in denen ich einmal bei Facebook bin und ja, auch bei Pinterest und so. Aber ja, ich muss immer sagen, ich bin auch so jemand, der sich gern seine eigenen Ideen und Einfälle macht. Und
Da habe ich jetzt zum Beispiel bei der Stanze, vielleicht seht ihr das, so ein bisschen was angefriemeltes. Das finde ich persönlich ganz cool. Oder ich nehme doch dieses, nehme doch das, mache das hier noch hin. Also man könnte auch da unten noch eine Schleife dran setzen. Mir wäre das zu viel. Ich mache dann nachher oben hin und gut ist. Ja, wie gesagt, das ist echt Geschmackssache. Nur jetzt hängt dieser Glue dort über diesem Roségold. Das sollte nicht passieren. Man versteckt das einfach unten drunter, geht ganz gut. Das Glue dort lässt sich ziemlich klein knüllen hier, ne, auf der Pinzette. Seht ihr das? So, schön. Richtig, richtig. Da unten machen wir noch eins dran. Ein Glutdötchen. Weil, wenn die Türe auf und zu geht, das ist nicht gleich. So. Jetzt haben wir das. Machen wir da noch ein Seladon. Finde ich fast zu arg. Ah, ich mag das Lindgrün so gern jetzt hier. Das passt so gut zu der Schrift, aber eins mache ich noch hin. Ich habe eh noch so viele Zweigchen und Ästchen übrig, wobei ich sagen muss, ich hebe ja immer meine ausgestanzten Sachen auf. Und bin manchmal ganz froh, wenn es bei einer Karte oder bei einer kommt noch ein Video demnächst. Seid gespannt. Ich mache zurzeit ganz viele verschiedene Explosions-Boxen. Und ja, da finde ich persönlich einfach das toll, wenn man schon so ein paar Sachen vorbereitet hat. Gut, jetzt machen wir gleich mit den Schmetterlingen weiter. Das würde ich so hinkleben. Klebe ich jetzt die Schrift auf. Am besten auch. Ich lege mal den auf Seite. Und wir kleben die Schrift. Also da ist es passiert, dass mir das gebrochen ist und das konnte man einfach mit dem Tombow wieder zusammenkleben. Die Holzteile, das ging zum Glück echt sehr, sehr gut. Da war ich ganz froh darüber. Ja. So, ich mache jetzt mal meine Schrift mit Gludots voll und dann bin ich auch gleich wieder zurück. So, ich habe das jetzt aufgeklebt. Ich habe auf die Schrift hinten ganz viel Gludots drauf gemacht und habe das so ein bisschen vorsichtig angedrückt. So sieht es jetzt aus. Richtig, richtig cool, finde ich. Und jetzt machen wir dann gleich noch oben weiter. Hier wollte ich auch noch zwei so lindgrüne Schmetterlingchen. Die könntet ihr entweder auch mal vorsichtig so knicken. Mehr braucht es gar nicht. Eigentlich braucht man dafür gar kein Falzbein. Ich habe erst überlegt, die fürs Falzbein mal zu ziehen oder so. Aber das langt euch eigentlich auch so schon. Macht euch da auch wieder eins drauf auf die Rückseite vom Gludot. Und dann könnt ihr euch die Schmetterlinge hier noch schön hinsetzen. Ich finde es halt süß, wenn das noch so ein bisschen, ja, so einen Flair hat, ne? So locker leicht, jetzt für den Sommer. Das ist mein Sommertürkranz. Finde ich den richtig toll. Und die sind jetzt eben in den neuen In-Color Orchideen-Lila Schimmer ausgestanzt, weil das richtig, richtig gut dazu passt, finde ich. Es hat dann eben noch mal wie die Schrift da innen drin. Beim großen Schmetterling nehme ich immer zwei. Genau. So, Klebepunkte, dass das nur nicht, dass es euch unten anklebt. Das kann leider passieren,
Da schon ein bisschen aufpassen. Und da machen wir noch ein bisschen Roségold dazu, je nachdem. Also das ist toll, ihr könnt euch das immer vorher auch so legen und schauen, ob das dann letztendlich für euch persönlich so passt. Da muss man ein bisschen mit dem Knicken aufpassen, weil sonst habt ihr hier so unschöne Rillen drin. Wäre ärgerlich. Die mache ich aber vielleicht auch ein bisschen flacher darauf, die kleinen. Hupsa. Aber wohl schon wegfliegen. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze wirkt. Ob wir noch was brauchen oder ob wir sagen, das passt schon so. Einen Moment, so. Jetzt haben wir die alle aufgeklebt. So, jetzt ist die Frage, ob man das Seladon nimmt. Das ist so ein festerer Satinband. Oder ob man dieses lindgrüne Band nimmt. Ich meine, das Teil hier selber ist nicht so schwer. Also, wenn ich das jetzt hier nicht durchbekomme, dann nehme ich mein Ding. Ich nehme das hier. Das müsste heben, das Lindgrün. Und schneide mir das eine gute Länge ab, dass das auch schön an meiner Tür hängt. Das müsst ihr halt gucken, wie das bei euch am besten passt von der Länge her. Ich habe mein Blinkding noch vergessen. Ich weiß, das mache ich gleich noch rein. Und dann macht ihr euch hier oben so einen doppelten Knoten, dass es auch gut hält. Aber das sollte, das ist nicht so schwer. Und das ist der wunderschöne Türreifen. Und hier, das ist Band, dass man das mal sieht. Das passt gut dazu, finde ich. Ja, ansonsten werde ich auch noch Seladon. Und jetzt machen wir noch ein kleines bisschen Bling Bling. So vielleicht diese schimmernden Akzente rechts und links neben ups, so einem Schmetterling. Na, gut da vorsichtig andrücken. Das hält schon. Na, sollte halt auch zwei Hände haben. Das wäre dann ganz gut hier so. Oder man könnte noch diese Messing, aber ich finde, es wird einfach, das wird viel zu viel, das braucht man gar nicht. Machen wir einfach noch so ein bisschen Glitzer rein. Und dann seht ihr schon, na, fertig ist mein wunderschöner mit schimmernden Akzenten. Türrahmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir doch ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare rein oder eine Mail, die ist ja unten im Video in der Infobox. Viel Spaß beim Nachbasteln. Euer Lenchen. Tschüss.